Herzlich willkommen, Christa Rigozzi. Hallo Alice, guten Abend. Hallo Christa, schön, dass du da bist und mit uns heute Abend ein bisschen über die Produkte von Aven sprichst. Als erstes möchte ich dich gleich fragen, wie bist du auf unsere Produkte von Aven gekommen? Ich kenne Aven Untermal seit ganz vielen Jahren, muss ich sagen. Ich habe immer ein bisschen Probleme mit meinen trockenen Händen und das ganze Jahr. Oder ich trage auch zum Beispiel jetzt im Winter, wo es so kalt ist, keine Handschuhe. Dafür habe ich immer trockene Hände. Und vor etwa 15, 16 Jahren war ich in meiner Apotheke. Meine Apothekerin hat mich natürlich am besten beraten und sie hat mir diese Aven Cold Cream vorgestellt und seitdem bin ich eine Fan geworden. Ich muss das wirklich ehrlich sagen. Ich benutze Aven Cold Cream seit über 15 Jahren, weil ich habe sofort die Wirkung, die ich möchte, und zwar diese weiche Hände, oder? Ich habe trockene Hände, auch vor allem jetzt in den Wintermonaten, und wenn ich die Aven Cold Cream benutze, dann meine Hände sind sofort wieder schön, gesund, gepflegt und vor allem auch die Textur. Ich mag nicht diese höhlige, fettige Handcreme, oder? Ich mag das nicht, da muss ich so schnell wie möglich die Hände wieder wegwaschen, oder? Und jetzt ist es gut. Und das ist mein erstes Produkt, nebst dem Aven Eau Thermale Spray. Schön, dass du schon so viele Produkte von uns kennst und auch ein großer Fan davon bist. Das freut uns natürlich sehr. Du hast jetzt das Thermalwasserspray angesprochen. Das ist wirklich eine unverzichtbare Pflege. Und es ist eigentlich kein Wunder, dass du das kennst. Viele Leute kennen das. Und in welchen Momenten benutzt du das Thermalwasserspray oder kannst du es unseren Zuhörern empfehlen? Ich benutze das Aven Thermalwasserspray immer, muss ich sagen, fast täglich, oder? Und jetzt vor allem für die ganze Familie, auch für meine zwei fünfjährigen Töchter. Das Wasserspray im Sommer, klar, es ist für die Erfrischung, oder? Aber für die Hydratation, für die Energie, ich reise so viel, ich bin oft im Flugzeug, im Zug, ich stehe ganz viele Stunden vor der Kamera, ich habe Fotoshooting mit Licht, ich werde täglich geschminkt, abgeschminkt und frisiert und das Thermalwasserspray gibt mir sofort eine Erfrischung, das Gefühl, meine Haut ist wieder voll Hydratation und wieder gesund, oder? Und das brauche ich wirklich täglich. Egal, wo ich bin und was ich mache, auch privat natürlich. Und vor allem auch für die Kinder, oder? Ich benutze das auch oft für meine Kinder. Sie lieben es, sie sprayen das auch selber im Moment. Ich muss immer aufpassen, dass ich immer noch genügend dabei habe. Es ist wirklich ein tolles Produkt. Schön, dass du das auch ansprichst, dass man das für Kinder benutzen kann, weil das Aven Thermalwasser kann man wirklich schon ab Neugeborenen einsetzen. Und es ist ja auch beruhigend, feuchtigkeitsspendend, super auch für eine Kinderhaut. Was gefällt dir ansonsten an der Marke Aven generell so besonders? Das Wasser ist so wichtig für mich. Es ist wirklich das wichtigste Element im Leben. Ich trinke selber ganz viel Wasser. Ich liebe das Wasser. Ich bin ein Wassermensch, auch nebst natürlich Sonne und Wärme. Ich reise so viel. Ich gehe gerne am Ozean. Ich schwimme ins Wasser. Und natürlich, ich benutze selber Produkte, die mit Wasser zu tun haben, wie Aven Eau Thermale, oder? Das Wasser gibt mir Kraft, Energie. Es ist gut für die Hydratation. Das Wasser ist einfach etwas Unverzichtbares für mich, für das Leben. Ja, das stimmt. Wenn wir so ein bisschen über die Qualität sprechen wollen, vielleicht von Aven, ist dir die Qualität auch wichtig von deinen Kosmetikprodukten, die du verwendest, oder generell in der Kosmetik? Ist für dich Qualität etwas Wichtiges? Also die Qualität ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, vor allem wichtiger geworden, auch jetzt, wo ich 38 Jahre alt bin, oder? Vielleicht etwa vor 20 Jahren hat man all die möglichen Produkte getestet, man hat viel zu viele Produkte gehabt, die vielleicht nicht so hochqualitativ waren, oder? Jetzt achte ich natürlich auf die Qualität, vielleicht weniger auf die Quantität. Ich muss meine Produkte haben, die eben nicht Tausende sind, aber dafür hochqualitativ sind. Und mit der hochqualitativ meine ich natürlich Produkte, die natürlich sind, frisch, nicht schwer, nicht fettig, aber natürlich Produkte, die wirken gegen Anti-Age, wirken gegen Umweltverschmutzung, wegen auch meinem Job, dass ich immer unterwegs bin. Produkte, die geben sofort Erfrischung und Neuigkeit auf meine Haut, die schützen auch meine Haut, oder, vor all diese Faktoren, die sowieso alltäglich gibt. Und darum finde ich bei Aven Eau Thermale ganz viele tolle Produkte, die ich täglich benutze. Sehr schön, das freut uns, dass du die Produkte schon so gut kennst. Heute Abend sprechen wir ja insbesondere auch von Sonnenschutzmitteln mit unseren Zuschauern. Hast du auch schon die Möglichkeit gehabt, Sonnenschutzprodukte von Aven auszuprobieren?
Ich benutze die Sonnenschutzprodukte von Ave Nothermal schon seit ganz vielen Jahren. Auch meine Töchter sind natürlich Kundinnen sozusagen von Ave Nothermal, weil ich benutze selber auf mich und ich habe eine relative braune Haut Sonnenschutz 50 immer und das ganze Jahr. Natürlich im Sommer noch mehr, oder? Und am Anfang war auch meine Apothekerin schuld, dass ich Ave Nothermal gewählt habe für die Kids. Wir reisten im Winter am Ozean in Amerika und ich wollte natürlich die beste Sonnenschutz für meine Kinder. Damals waren sie so klein oder nur ein paar Monate. Mhm. Und ich habe sofort diese Sonnenschutz 50 für Kids entdeckt und am Schluss benutzen wir die ganze Familie diese. Also wir nehmen die große Flakon, sei Spray oder Creme, wenn wir ins Ausland reisen oder am Meer oder auch in Italien. Ich mag natürlich auch diese Packaging, oder? Mhm. Mit Sonnenschirm, mit Kinder designt. Und das ist wirklich toll. Ich achte, weil, wie ich gesagt habe, ich liebe das Wasser, ich liebe die Sonne, der Sommer, ich bin ein Sommermensch. Mhm. Jetzt habe ich natürlich über den Sommer geredet, aber ich benutze das auch das ganze Jahr. Wie zum Beispiel jetzt, ich komme zurück aus meiner Skiferien und dort hatte ich natürlich auch die kleinere Version von Aven Sonnenschutz 50 für die Skipiste. Ganz klar, fürs Gesicht, für die Hände, für die ganze Familie wieder. Ja, genau, das ist sehr gut, dass du das auch erwähnst, weil wir haben ja bei Aven auch kleine Verpackungen, sei es für Erwachsene, für Kinder, die kleinen Sonnensticks, die man gut mitnehmen kann. Und genauso wichtig ist es eben, sich auch im Winter gut zu schützen, weil die Sonne auf dem Schnee reflektiert und nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr. Jetzt noch eine andere Frage. Hier sprechen wir ein bisschen jetzt auch über das Engagement von Aven. Vielleicht weißt du das auch bereits. Wir schützen seit 2016 auch unsere Ozeane. Mit Aven haben wir hier ein großes Projekt, das heißt Skin Protect Ocean Respect. Also wir schützen die Haut, aber auch die Ozeane, indem wir biologisch abbaubare Formulierungen haben, die wirklich die Meere und die Fische nicht belasten. Ist das Thema Umweltschutz auch etwas, was dir selber am Herzen liegt? Das Thema Umweltschutz ist natürlich sehr, sehr wichtig, oder? Für mich, für meine Kinder, für die ganze Bevölkerung. Und wir reden immer von der Zukunft, oder? Wir müssen die Umwelt schützen für die nächste Generation. Ich denke, wir müssen schon jetzt schützen, weil jetzt geht es der Umwelt nicht so gut, oder? Die Kombination ist perfekt. Ich reise so viel. Ich habe schon in meinem Leben und bin privilegiert, ganz viele Ozeane gesehen. Ich durfte in den Ozeanen schwimmen und surfen und auch meine Kids. Und es ist so schön, oder? Die Natur, alles, was man sieht, der Ozean, und man muss das schützen. Und wenn Aven etwas dafür macht, da bin ich natürlich völlig Prozent dabei, also 100% dabei, und ich finde es richtig eine coole Sache. Das ist sehr schön, dass du hier uns auch unterstützt mit deiner Idee und auch emotional so dabei bist bei der ganzen Sache. Vielen, vielen herzlichen Dank, Christa, dass du bei uns warst und mit uns über die Othermal Aven-Produkte gesprochen hast. Herzlichen Dank. Danke dir, Alice.